Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Skull and Bones. Heute reparieren wir erstmal unser Schiff. Munition sollte hinhauen. Habe ja schon in der letzten Folge angedeutet, dass wir dieses Vor hier plündern. Das machen wir heute einfach mal. Würde ich mal sagen, tuckern wir mal los. Ja, ich mag es wieder mit der schönen Schnieschnarschnau. Einmal noch rechts. Ey, einfach in meinen Arsch gespawnt. So einer. Das ist ja zum Glück hier gleich. In der Nähe. Was qualmt denn da hinten schon wieder? Das ist ja auch so ein kleines schönes Vor. Ja, prima. Einmal hier reinrotzen. Schön. Dann machen wir hier mal das Vor. Ist auch recht unkompliziert. Keine Türme hier außenrum. Ist ein schönes Vor. Ist ein stinknormales schönes Vor. Plündern wir mal schön. Die Zeit ist reif zum Plündern. Gucken, dass wir die Börse so schnell wie möglich ausschalten. Aua! Arschloch! Börse so schnell wie möglich ausschalten. Das ist schon die Schiffe wieder drüber. Die Mörser sind böse, böse Harrys. Böse, böse Harrys mögen wir nicht. Hört auf, ihr Löcher in mein Schiff zu ballern! Schweinepriester! Zieh mal ordentlich. Verdüsch, verdüsch! Heilt mich! So kann man es natürlich auch machen. Plupp. Eine Schiffe unterwegs. Wäre ja toll, wenn wir hier gut durchkommen. Brauchen wir erstmal drei Schiffe unterwegs. Wow. Zack! Wenigstens eine Mörser ausschalten. Das wäre toll. Das wäre sehr toll. Ja! Ach, ganz knapp geht's nicht auf. Ja genau, warum ist der Freibeuter schon wieder hier? Das weiß kein Mensch. Das weiß nur der Schlumpf. Scheinbar wirklich. Ja genau, heil dich halt einfach. Hast recht. So. So hier, A-Löcher. Jetzt schauen wir erstmal hier den Turm. Was? Das hat immer noch nicht ausgereicht. Oh, oh, oh. Jetzt müssen wir mal kurz reparieren. Da war ich ein bisschen am Schlafen. Ein kleines bisschen am Schlafen. Ein bisschen mehr muss man hier schon aufpassen. Aber der Vorteil beim Schwarzen Prinz ist, wenn man halt runterrutscht mit den HPs, ja, kriegt man halt auch weniger Schaden. Ne? Das muss man halt auch einfach mal so sagen. Oha, 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 ich klebe hier ein bisschen fest. Deswegen, ich bin auch nicht hundertprozentig überzeugt von den Rufen. Ihr Hunde seid erledigt! Den Obus. Aber bin ich so ganz überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Boah, schieß einfach alle Kugeln vorbei. Schon wieder vorbei. Ei, ei. Puff. Aber hier, fahr rein, komm, fahr rein, Junge. Ich habe heute ein bisschen zittrige Hände. Tut mir leid. Aber hier was ordentlich essen. Schön reinballern. Ein Stufe 9 Schiffi. Aua! Diese Geschütze hier nerven mich wirklich. Boah, das hat gesessen. Einmal schnell repariert. Da ist er wieder reingefahren, der kleine Schlingel.
Gut, rüber. Dann war ein echt gut gezielt. Zack, zack. Am besten mal Skurlocks Lang 9, ne? Einfach mal Breitseits probieren. Das wäre mal lustig auszusehen. Aber wirklich, aber die sind halt nur Oberdeck. Das ist halt das Einzige, was ein bisschen schade ist. Weil es nur Oberdeckkanonen sind. Das wäre cool, wenn die langen Leute auch Unterdeck. Das wäre heftig. Aber das wissen wir, das ist ja leider nicht so. Ganz knapp. Jetzt aber hier dafür. Hätte vielleicht ein bisschen mehr Munition einpacken sollen. Ah, das war knapp. Das wollte ich nicht eigentlich. Ich sage euren Lieben, dass ihr starkt wie Hunde! Zack. Zwei. Jetzt können wir hier oben den Progression. Eine klatschen. Komm. Ich habe sogar ein bisschen den toten Winkel an. Klatsch, zack. Zack. Da will einer noch ein Vorplündern. Ah, das war ein schlechter Schuss. Dafür schäme ich mich, ja? Oi. Nur Stufe 6er, okay. Oha, krass, wir haben hier was gekauft. Formidable. Voll! Die Schwachstelle ist aber zum Glück ja immer ein Zerstörer. Auf, ihr Schweine! Blumen so tief, wir geben mal Gas. Tschui! Jetzt mal hier oben drauf. Ja, ich könnte gleich da unten drauf schießen, aber da oben schießt auf uns leider. Und das mag ich nicht, ja. Da fliegt das Ganze vor in die Luft. Haben wir noch ein Fahrzeug hier? Ja. Versteckt.
gerade nur auf dem Weg. Ja, du sollst ruhig hier kommen, nicht? Alter, den haben wir eine ganz schöne Schelle mitgegeben. Wir müssen nur zu drei. Verfolger? Verfolger. Verfolger klingt übrigens. Wir robben die Ratten, ne boah! Aber oh, oh, oh. Wir sind da vorne, gucken sollte man schon. Ach, jetzt hab ich auch ein bisschen Fähigkeit genutzt. Egal. So viel von den scheiß Dingen da. Schöne ist halt, der schwere Schaden wird halt direkt wegreparieren. Das muss man halt einfach sagen. Das ist phänomenal geil. Mäuerchen zerstört. Na komm, kleiner Fratz. Weinst du dein Mac? Oder versteckst du dich? Beides wäre peinlich. Oh, Alter, was für ein Schaden reizt immer. Der ist weg. Der schwere Schaden, der jodelt den einfach nieder. Eine Welle müssen wir noch bestehen. Und dann haben wir es. Das ist komplett vor allem schon eine Asche. Ich find's geil, dass wir mit dem Finger lernen. Das ist halt die Laune sehr, sehr, sehr hoch. Euer Blut wird das Deck schmücken! Gut! Kadüsch! Kadüsch, der Junge ist dort. Ui, 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 ich hab falsch gelenkt. Zum Glück haben wir schon was geschafft. Das war der Endgegner hier. Traurig, ne? Ja, da kämen wir ein bisschen mehr Spaß. Ding ist, wir haben jetzt. Wir haben ja zweimal bekommen. Das ist halt eben das Tolle. Den Rest noch ab. Vollgas! Alle Mann wieder zurück! Und alles mit! Wir brauchen ein größeres Schiff! Oha, den einen hier muss ich auch ein bisschen mehr essen geben. Ja, 820? Lecker Schmecker seid ihr mal. Das ist toll. Einfach mal 82.000 in 12 Minuten. 12, 15 Minuten so um den Dreh. Das ist halt. Das ist toll, da kann man nichts sagen. Segeln wir nach Hause und ihr seht, Lagerraum, der ist noch recht leer. Also könnte ich nochmal 400 reinknallen. 400 kann ich auch noch rein. Da könnte man selbst noch sehen. Ich habe es ja auch schon mal gezeigt. Habe ich es auch schon mal erzählt. Ja, wahrscheinlich schon. Dass ich da auch schon mehrere Fahrten hatte. Wo es komplett drüber war. Einfach. Geht 80.000 rein, ne?
80.000 oder war es dann einfach schon 82.000 oder gar noch mehr. Das ist halt schon krass. Boah, ich konnte immer noch damit fahren. Zum Glück bleibt man nicht damit einfach stehen. Lustig wäre es, wenn man damit einfach absaufen würde. Ja, dein Schiff ist zu schwer. Hier, einmal absaufen. Dann reparieren wir, Fracht verwalten. Das hat sich gelohnt. Zack. Aber wir haben viele Kugeln verschossen, aber es lohnt sich immer noch. Sowas muss man halt alles in so einer Kalkulation mit reinrechnen. Ich überschlag's im Kopf so halt. Deswegen kann ich sagen, lohnt sich sowas schon. Ihr habt also die Admiralin getroffen. Ihr seid wohl jemand Besonderes. Nein. Sollte ich auch bauen. Nein. Ich wette, eure Feinde. Lass mich in Frieden mit dieser. Dieser. Fürchte. Ah, da war ein Gerücht, ich will zurück. Verdammte Axt. Vielleicht taucht's nochmal auf. Oh, ich hab ein Gerücht verpasst. Uff. Verdammte Axt. Da war ich zu langsam. Bitte, vielleicht kommt's nochmal. Vielleicht, wenn wir uns nochmal dumm dahinstellen, quasseln die Tanten nochmal. Bitte quassel, Tanten. Quassel. Quassel, bitte. Ja, la. Und? Wisst ihr jetzt, wo sich die Sultana aufhält? Das ist mir egal. Der Verräter hat hoffentlich geplaudert, bevor ihr ihn getötet habt. Wisst ihr jetzt, wo euch die Sultana aufhält? Wird das aber ey, nicht die Sultana. Ajo, sie ist günstig. Na? Die, schön. Ja, die ist. Na? Hey. Da traut man sich gar nicht, hier was zu sagen. Reparaturset 1, aufgewertetes Reparaturset. Rufzustand zu 90%. Ganz ehrlich, ich habe noch nie diese hier gebraucht. Noch nie. Bin ja easy mit den und den immer durchgekommen. Weil selbst 27.000 gestern so war ich schwimmen, viel. Um mich sauber zu machen. So unermüdlich wie ihr seid, liebt ihr die See genauso wie... Mann! Warum muss kein Geld ausgeben? Wir gehen jetzt einfach nochmal rein in die Bude und gucken da nochmal hin. Schweinepriester hier. Bitte, ich brauche mehr Geld. Oh. Das lohnt sich wiederum. 1000. Die Fesseln da oben könnte man wirklich mal machen. Zack. Aber ich denke mal, das machen wir vielleicht beim nächsten Mal. Wir schauen mal. Die haben wir auch auf jeden Fall nicht gemacht. Das war ein... Welche Stufe? Stufe 11 vor. Sollten wir auch noch alleine hinbekommen. Ich glaube aber, da waren Türme, oder? Kein Turm? Okay. Ah, da hinten waren die Türme. Ja. Das können wir dann mal wirklich machen als nächstes. Vielleicht sogar in der nächsten Folge direkt. Ich würde auch sagen, das war es dann auch soweit für diese wunderschöne Folge. Wir haben heute wieder mal ein schönes Vor geplündert. Und in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.